Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute gibt es wieder eine Figur für euch. Und zwar diesmal schon im XXL-Format. Ich lege mal die Figur hin, damit ihr gleich ein Bild davon habt. Das ist Jin Kazama aus Tekken. Ich gehe gleich zu den Details der Figur. Die Figur hat eine Höhe von 310 mm. Diese 310 mm haben sich automatisch ergeben, da mein Drucker so nicht mehr als 310 mm in der Höhe drucken kann. Die Druckdauer war ca. 50 Stunden, die Leierhöhe 0,1 mm und die Druckgeschwindigkeit 10 mm pro Sekunde. Diese Figur habe ich noch zu den Anfangszeiten gedruckt, wo ich meinen Drucker neu gekauft hatte. Also das war vor 5 Monaten. Da kannte ich mich mit der Software noch nicht so aus. Daher kommt wahrscheinlich auch diese lange Druckzeit, diese 50 Stunden. Ich denke, heute würde das viel schneller gehen. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Trotzdem kann sich das Ergebnis sehen lassen. Ich habe für euch noch die andere Figur hier mit dazu geholt, damit ihr seht, wie so eine Figur unbemalt aussieht. Das ist Son Goku aus Dragon Ball. Diese Figur habe ich noch nicht bemalt. Ich hatte noch gar keine Zeit dafür. Diese Figur wollte ich euch nur zeigen, weil ich habe für Jin Kazama leider kein Videomaterial. Zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass ich später YouTube-Videos machen werde. Deshalb habe ich das gar nicht dokumentiert. Ich habe nur ein paar Bilder davon gemacht. Die hänge ich dann ganz am Ende an mein Video dran. Das könnt ihr euch dann gerne alles anschauen. Ich wollte euch noch hier mein Malset eigentlich vorstellen, mit was ich so bemale. Das ist von Vallejo. Game Color heißt das. Da habe ich mir so einen Koffer gekauft, da sind 80 verschiedene Farben drin. Ich lerne auch immer mehr dazu. Ich habe jetzt mal nur zwei Farben, damit ihr ein Bild davon habt, wie diese Flaschen aussehen. Kann sie dann hier so aufmachen. Da kann man dann halt einfach tropfenweise was rauslaufen lassen. Man braucht auch nicht viel, die haben eine sehr gute und super Deckkraft. Kann ich nur empfehlen. Kosten zwar ein bisschen viel, aber es lohnt sich, die zu kaufen. Es waren noch drei Pinsel dabei, also in dem Set. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe alle drei benutzt. Mit dem mache ich hier die feinen Konturen, mit dem eher die groben. Und das ist eher dann so, um große Flächen zu bemalen. Gehe ich mal davon aus. So habe ich das gemacht. Ja. So, könnt ihr euch nochmal die Figur hier in Ruhe anschauen. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zu der Figur, wie ich mich überhaupt dazu entschieden habe, diese Figur hier zu drucken. Ich wollte mir schon vor kurzem so eine Figur kaufen, habe auch im Handel ein bisschen gesucht. Ich mag Tekken. Ich wollte halt einfach eine Figur als Andenken hier zu Hause haben, aber die Figuren in dieser Größenordnung ab 25 cm kosten teilweise über 200 Euro. Es gibt welche, die kosten 500 Euro, habe ich schon gesehen. Und die sind gerade mal 30, 35 cm groß. 500 Euro ist einfach viel zu viel für so eine Figur. Das ist schon fast unverschämt. Letztendlich habe ich mir gedacht, ja, ich habe doch jetzt einen 3D-Drucker, dann drucke ich mir einfach mal diese Figur hier. Aber so einfach war das gar nicht, weil es existiert im Internet keine Vorlage zu Tekken-Figuren. Diese Dragon Ball-Figur, Son Goku, es war eine Vorlage. Einfach runterladen, auf den Drucker überspielen, fertig. Diese Figur hier hat überhaupt keine Vorlage. Das habe ich komplett selbst gezeichnet. Also selbst modelliert, würde ich mal sagen. Ich habe ein anderes Fertigmodell runtergeladen, was ähnlich aussah. Weil das ist sehr kompliziert, so etwas zu modellieren. Habe es dann ummodelliert, dass es dann aussieht oder aussah jetzt wie Jin Kazama. Das hat ungefähr 3 Wochen in Anspruch genommen, nur die Zeichnung. Und letztendlich habe ich das dann natürlich verwirklicht und habe das auf dem 3D-Drucker gedruckt. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Viele meiner Freunde oder Bekannte, die zu mir zu Besuch kommen und diese Figur sehen, meinen, ich habe die Figur irgendwo aus dem Handel erworben, gekauft. Wenn ich das sage, ich habe es selbst gedruckt, dann schauen alle zuerst mal, dann kommt dieser Wow-Effekt. Kann man sowas wirklich mit einem 3D-Drucker drucken? Also man kann damit wirklich viel mehr drucken. Das werde ich auch im Laufe der Zeit dann auch mit euch
alles dann teilen, was ich so für Projekte dann mit dem 3D-Drucker gemacht habe. Wir sind schon wieder am Ende. Ich hänge hinten noch die paar Bilder dran. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Like mein Video, abonniert meinen Channel. Mach's gut. Bis bald.